Hallo Jungs und Mädels. Diesmal möchte ich euch einen ganz besonderen Titel vorstellen, und zwar Hellblade: Senua's Sacrifice. Übersetzt heißt es so viel wie Höllenklinge, Senua's Opfer. Das Spiel kam im August 2017 raus, soweit ich das hier sehe. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung mal einen interessanten Artikel aus Wikipedia verlinkt. Und zwar bin ich über das Spiel oder auf das Spiel besser gesagt aufmerksam geworden, dadurch, dass jetzt Hellblade auf Xbox One auch released werden soll in kurzer Zeit, also jetzt demnächst, und da es öfters mal im PlayStation Store im Angebot war, gerade auch in letzter Zeit. Und ja, da habe ich dann mal angefangen, mal zu informieren, was das denn ist, und bin auf eine wirkliche Perle gestoßen. Es gilt auch als AAA-Titel in der Indie-Game-Szene. Und zwar ist es ziemlich krass. Ich lese mal vor, was hier in dem Artikel steht, weil besser kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Das Spiel basiert auf keltischer und nordischer Mythologie, erzählt das Spiel die Geschichte der jungen keltischen Kriegerin Senua. Bemerkenswert ist dabei, dass vor allem ihre Psychose im Mittelpunkt stehen und sich spielerisch bemerkbar macht. Sowohl für eine grafische und spielerische Qualität als auch dafür, dass sich das Spiel profund und sensibel mit psychischen Störungen auseinandersetzt, erhielt das Spiel viel Kritikerlob. Und zwar geht es da rund um die Geschichte von Senua. Und ja, das Ganze ist so in dieser keltischen, nordischen Mythologie angelegt und erzählt halt von ihrer Reise, wo es darum geht, dass sie irgendwie den Kopf von ihrem Lebensgefährten nach Hell bringen will, um ihn irgendwie zu erlösen oder sowas. Ja, genaueres könnt ihr euch dann in dem Artikel durchlesen. Mehr will ich jetzt auch nicht verraten, weil sonst spoilere ich zu viel. Das Interessante an diesem Game ist halt wirklich dieser Bezug auf diese psychische Erkrankung der Psychose in vielerlei Form. Und jetzt wird's krass persönlich. Und zwar habe ich in meinem Leben schon mit einigen Leuten zu tun gehabt, die diese Erkrankung hatten oder beziehungsweise haben, und kenne mich deswegen relativ gut damit aus. Das Problem ist, dass viele Leute, gerade in meiner Generation, alle, die so um die 86 rum geboren sind, ja, müssen irgendwie wohl reihenweise mal psychoaktive Drogen ausprobiert haben und sind dann wohl irgendwie ja, an einer Psychose erkrankt. Ein Glück, dass ich schon im frühen Alter wusste, dass chemische Drogen ziemlich schnell das Aus für einen bedeuten können. Man muss nur mal eine falsche Pille erwischen oder so und das ganze Leben ist ruiniert. Entweder erkrankt man dann an der sogenannten Psychose oder ja, man geht gleich bei drauf, weil man ja nicht weiß, womit der Scheiß gestreckt ist oder sonst irgendwas. Ich sage nur, ja, wie heißt es immer? Ecstasy zum Beispiel in der Disco-Szene ja sehr verbreitet. Ganz, ganz kritisch das Zeug. Wie gesagt, man weiß ja nie, womit das gestreckt ist. Und viele haben dann auch bei längerem oder regelmäßigem Gebrauch dann auch eine Psychose entwickelt. Bei manchen reichte schon eine Pille aus. Ich habe da Geschichten gehört von Gymnasiasten, die Einserschüler waren und einfach nur was zum Wachmachen brauchten, um dann die nächsten Prüfungen zu bestehen. Und dann erstmal eine Pille reingeschmissen haben und dann à la Song erstmal 3 Tage wach waren. Ja, und dann anschließend dann die Krankheit entwickelt haben und somit eigentlich nicht mehr arbeitsfähig waren. Also es gibt viele solche Leidensgeschichten. Zum Glück kannte ich die und habe deswegen die Finger von dem ganzen Scheiß gelassen. Vom Kiffen kann man es übrigens auch kriegen, ist aber allerdings schwierig oder beziehungsweise selten. Da müsste man schon Dauerkiffer sein. Und man kann es auch übrigens durch Alkohol kriegen, durch übermäßigen Alkoholkonsum. Aber da müsste man schon jeden Tag sich ins Nirvana saufen, um dann an dem sogenannten Korsakow-Syndrom zu erkranken und dann eine Alkoholpsychose zu entwickeln. Das ist schon der hellste Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ja, bin froh, dass ich sowas nicht am Arsch habe, weil die Leute, die sowas haben, sind echt nicht zu beneiden.
Und um aufs Spiel zurückzukommen, auf jeden Fall das Spiel, sagt es ja auch selber, hat es vorher auch eingeblendet, dass es versucht halt diese Krankheit wiederzuspiegeln. Und das finde ich ist eine extrem krasse Idee, einem somit diese Krankheit näher zu bringen. Das ist der Wahnsinn. Um zur Krankheit selber zu kommen. Die Krankheit selber, jetzt mal ganz einfach und plump formuliert, ich werde dafür wahrscheinlich jetzt auch noch viel gescholten, weil das wirklich nicht wirklich differenziert ist. Aber am leichtesten ist es zu erklären, dass die Betroffenen unter einer anderen Wahrnehmung leiden. Also die nehmen die Welt so wahr, wie sie ist, nur dass sie bei denen anders wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung ist praktisch verschoben. Viele leiden dann unter Sinnestäuschung, indem sie Sachen sehen oder hören, die nicht da sind, oder riechen oder schmecken, indem sie sich verfolgt fühlen, das kommt dann auch noch mit dazu, alles auf sich beziehen. Also es ist eine ganz krasse Sache. Im Prinzip können sie sich selber nicht mehr trauen und vertrauen und ihre eigenen Wahrnehmung und ja, landen dann praktisch im Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist mittlerweile aber gut therapierbar und durch Medikamente gut behandelbar. Bei vielen. Es gibt zwar einige, die auf sämtliche Medikamente nicht ansprechen, aber das ist eigentlich eher selten. Ja, ich finde es krass, dass ein Spiel mal sowas überhaupt thematisiert. Und ich wollte schon immer mal wissen, wie es den Leuten wirklich geht und mich da hineinversetzen. Und ja, jetzt ist das wirklich möglich. An dem Spiel sollen mehrere Psychologen und auch Betroffene mitgewirkt haben, um das Ganze realistisch zu gestalten. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze verhält und wie sich das Ganze im Spiel äußert. Man soll das Spiel auf jeden Fall mit Kopfhörern spielen und das werde ich ja sowieso tun. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr die YouTube-Videos anhört, ich weiß nämlich nicht, ob das rüberkommt oder nicht rüberkommt, das werde ich erst später sehen, wenn die Aufnahmen dann praktisch oben sind, ob ihr das dann auch hört. Weil es ist wirklich so krass, ich habe es mal angespielt, ihr hört die Stimmen links, rechts, oben, unten und ihr verpasst eine Menge, wenn ihr das nicht wirklich mit Kopfhörern spielt. Ja, und ohne noch irgendwie was zu verraten und euch zu spoilern, ja, würde ich sagen, begeben wir uns mal in das Spiel und ich muss sagen, ich habe einen heiden Respekt davor. Ich bin mal gespannt, inwieweit uns das Ganze dann mitnimmt in diese psychische Geschichte. Am besten dunkelt ihr also jetzt eure Wohnung ab, schaltet alles Mögliche aus, was irgendwelche Geräusche oder Lichteffekte macht, setzt euch eure Kopfhörer auf und begibt euch mit mir auf die Reise.